Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Schutz. Anlagenschutz sprechen wir. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Sicherungen, gell? Schmelzsicherungen, die im Fall des Falles thermisch überlastet werden. Der Draht da drinnen schmilzt, geht weg. Gibt verschiedene Bauformen, haben wir gesagt. Übrigens im Auto haben wir auch sowas drin. Gell? Diese Sicherungen, die im Auto drin sind, sind auch schmelzsicher. Und da sehen wir kurz, die ist schön, auch dieses kleine Leitungsstück drinnen. Ja, das war im letzten Video. Da haben wir aber auch gesagt, es ist schwierig, etwas so auszulegen, dass es bis zur Belastbarkeitsgrenze gut geht. Ja? Und noch, wenn wir über die Belastbarkeitsgrenze drüber gehen, dass das wegschmilzt und abschaltet. Man sagt, das braucht halt eine Zeit. Jetzt passiert das nicht genau beim Nennstrom, ja? Sondern passiert das irgendwo. Je höher der Strom ist, der da drüber geht, desto schneller schaltet die Sicherung ab. Ja? Wenn wir sich das anschauen, wie das üblicherweise ausschaut, so eine Schaltverzögerung, ja? Wenn das die Abschaltzeit ist da, und das ist der Strom, der Überstrom. Da ist der Nennstrom, das ist 1, das ist der 10-fache, das ist der 100-fache und so weiter. Dann schaut die thermische Schaltcharakteristik üblicherweise so irgendwie aus. Je mehr Überstrom da ist, desto kürzer braucht es, dass das ausschaltet. Wenn nur leichter Überstrom da ist, braucht es sehr lange, dass das ausschaltet. Deswegen hat man sogenannte Leitungsschutzschalter sich erdacht. Leitungsschutzschalter, zeige ein Foto her, ein Bild her, kennt wahrscheinlich ja jeder, hat ja jeder von uns im Haus. Die haben zwei Auslösecharakteristiken, zwei Auslösemechanismen. Ich meine, ein Vorteil ist einmal, sie lassen sie wieder einschalten. Und der auslöst, der Hebel, pack, fällt runter, geh hin, schalt wieder ein, fertig. Ja, brauche ich nichts irgendwie austauschen, wird nichts kaputt und sonst irgendwas. Hoffentlich. Ja. Aber im Prinzip funktioniert das so. Ja. Die zwei Auslösemechanismen, die da drinnen sind, ist erstens ein Bimetallauslöser. Was ist ein Bimetall? Ein Bimetall ist ein Metallstreifen, ja, Stickelblech, was eigentlich aus zwei unterschiedlichen Materialien besteht. Es gibt so. Also es gibt ein Material A und es gibt ein Material B. Zeichen das da rot. Deswegen auch Bimetall. B heißt ja auch 2. Bimetallstreifen. Materialien haben die Eigenschaft, dass sie mit Wärme ausdehnen. Okay? Wenn das Ding warm wird, dehnt sich Material A aus und dehnt sich Material B aus. Je wärmer wird das, was wird, desto größer wird das. Wärmeausdehnung nennen wir das. Dadurch, dass das aber zwei unterschiedliche Materialien sind, haben die unterschiedliche Wärmeausdehnung. Und wenn sich das jetzt A zum Beispiel weniger ausdehnt wie B, dann wird das, wenn es warm wird, sich verbiegen. Und zwar so, weil der A-Streifen bleibt ja kürzer und der B-Streifen wird länger. Ja? Jetzt verbiegt sich das so nach oben. Und genau das nutzt man aus, wenn dieser Bimetallstreifen warm wird, fängt er sich an zu verbiegen und irgendwann verbiegt er sich so stark, dass pack, schaltet der Leistungsschalter aus. Ja, das ist praktisch genau diese Kurve hier, das ist genau das, wenn man sagen, passt. Ja, das ist den Mechanismus der Schmelzsicherung nach. Ja, nur schmilzt nichts, sondern verbiegt sich nur Bimetallstreifen. Okay? Ist aber wieder Erwärmung, sind wir wieder auf der Kurve, haben wir wieder das gleiche Problem.
Deswegen gibt es da eine zweite Auslösung, das ist die magnetische Auslösung. Es ist so, dass man einen Strom ringt, jeder Strom umgibt sich mit einem Magnetfeld. Wir kennen das von Elektromagneten. Ja? Das verwenden wir da. Wenn wir den Strom geeignet führen, heißt üblicherweise, wenn wir den Strom ein bisschen in Gras schicken da drinnen, so schaut das üblicherweise aus. Ich verwende jetzt da Kupfer, was nehme ich da für eine Farbe? Da. Orange. Ja. Wenn wir nämlich den Strom so in Kreis fließen lassen, ja, immer wieder in Kreis, ja, also der Strom ist jetzt so herumgewickelt um einen Körper, ja, dann heißt das Ding Spule. Ja. Und wenn man den so in Kreis rinnen lässt, den Strom, ja, dann entsteht da drinnen ein Magnetfeld. Interessanterweise, ja, der Strom umgibt sich nämlich mit einem Magnetfeld und dann wird das da Elektromagnet. Ja, wenn der Strom drüber rinnt, gibt es da plötzlich Nord- und Südpole und es zieht irgendwas an. Und genau so ein Ding kann ich verwenden als magnetische Auslösung. Wenn der Strom zu groß wird, der da drüber rinnt, ist die magnetische Kraft so groß, dass den Schalter anzieht. Aufmacht. Ja? Und plötzlich kann ich hier praktisch einen magnetischen Auslöser schaffen. Ja? Das schaut noch so aus irgendwie. Ja? Der relativ flott abschaltet. Ja? Und die kann man nachher sogar aussuchen mit irgendwelchen Federn, in welchem Bereich der abzuschalten hat. Ja? Weil plötzlich habe ich da eine relativ steile Schaltfläche, Ausschaltverhalten, ja? Weil das kann ich sehr gut definieren. Ja? Da habe ich eine Feder auf der anderen Seite und ich kann das sehr gut einstellen, kann die Federvorspannung ein bisschen verstellen. Das passiert da. Okay? Das passiert hier. Ja? Also wir haben zwei verschiedene Auslösungen, deswegen schaut das Symbol eines so eines Leistungsschalters oder Leitungsschutzschalters auch so aus. Das ist die Bimetall Auslösung, das ist die magnetische Auslösung. So schaut das aus. Zwei verschiedene Auslösemechanismen üblicherweise. Mit den Dingen haben wir aber manchmal ein Problem. Es gibt nämlich, oder viele Sachen, zum Beispiel Motore oder sonst irgendwas, die haben am Anfang, ziehen die relativ viel Strom, haben einen Einschaltstromstoß und nachher beruhigt sich das wieder. Gell? Wenn es mit Sicherungen war, das noch kein Problem, der Einschaltstromstoß, weil die hat jetzt erst Zeit braucht, dass warm wird, die ist noch nicht geschmolzen, ja? Und der Automat auf einmal, puck, löst er aus. Ja? Deswegen gibt es hier verschiedene Klassen von Automaten, ja? B, C, D Klassen und so weiter. Das heißt einfach, bei wie vielfachen Nennstrombereich schaltet der aus, da gibt es immer so definierte Bereiche. Leitungsschutzschalter. So schaut das aus. Vielleicht schauen wir sie kurz an. Vielleicht schauen wir uns kurz einen an. Da habe ich was auf Wikipedia gefunden. Das einen durchsichtigen Leitungsschutzschalter sieht man ja normalerweise nicht. Und da sehen wir genau, wie das ausschaut. Da oben gibt es eine Klemme, da unten gibt es eine Klemme. Die sind, wenn der Schalter oben ist. Das ist da ein bisschen animiert, wenn der Schalter oben ist. Sind die zwei Klemmen miteinander verbunden und hier unten dieses graue Teilchen da, ja, das ist der Bimetallstreifen, das ist die Bimetallauslösung und da haben wir diese Spule, das ist die magnetische Auslösung. Ja. Das da ist noch eine Löschkammer, weil wenn der da den Kontakt aufmacht, gell, dann entstehen hier Funken und die Funken muss man irgendwie löschen. Ja. Die teilt man auf in einen großen Funken, in kleine Funken und lässt die abkühlen da drinnen. Ja, so schaut eine sogenannte Funkenlöschkammer aus. Also das große Teil da, was so kompliziert ausschaut, hat mit der eigentlichen Funktion nichts zu tun, sondern es ist einfach nur, dass es nicht hin wird so schnell. Also so schaut das,
So schaut das intern aus. Leitungsschutzschalter. Das nächste Mal sprechen wir schon über den Personenschutz. Das sind die Sachen, mit denen wir unsere Anlage schützen. Ja? Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter. Der Rest, den wir so machen, ist eigentlich für den Personenschutz, weil Menschen reagieren relativ, nicht nur Menschen, alle Lebewesen, reagieren relativ empfindlich auf elektrische Ströme. Warum das so ist, werden wir uns das nächste Mal ansehen. Werden wir lernen. Was passiert denn da überhaupt in unserem Körper? Und wieso ist das gefährlich, elektrischer Strom für uns? Ja, für dieses Mal sage ich danke sehr für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.